Reopening der C&A-Filiale in der Plus-CD. Mit dabei die Style of Your Life-Experten mit einer grandiosen Fashion-Show, den neuesten Trends und Styling-Tipps. Das ganze Haus ist komplett umgedreht worden. Wir haben einen großen Eingang. Wir haben die ganzen Wege für die Kunden neu erschlossen. Wir haben eine große Herrenabteilung mit einer ganzen Etage, die nur für die Herren ist. Wir haben auch die Sortimente vergrößert. Wir haben neue Artikelgruppen eingeführt und haben jetzt ein ganz neues Shopping-Erlebnis. Es ist ja nicht das erste Mal, dass C&A und Style of Your Life zusammenarbeiten. Wieso? Genau, da hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren eine große Freundschaft ergeben und beide haben die Trends im Griff und da sind wir eigentlich mächtig stolz. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch Kind war, Teenager war, war das natürlich ganz anders. Da gab es ein anderes Standing von der Marke C&A und jetzt ist C&A einfach trendaffin, ist einfach vorn dabei und orientiert sich an den internationalen Trends und setzt es perfekt für die breite Masse um und für die ganze Family. Und da muss man schon eine große Gratulation aussprechen für diese Entwicklung. Ihr habt euch durch die Mode von C&A schon probiert. Was könnt ihr sagen, für wen ist C&A etwas? Also ich finde, C&A ist für Jung und Alt etwas. Es gibt ganz viele Farben. Also ich denke, da findet jeder etwas Passendes für sich. Wirklich für Jung und für Alt und vor allem irgendwie auch absolute Trends. Und auch die Kleinen können mitgenommen werden. Die finden die kleinen Elsa-Zöpfchen. Die Herren, die schickt man oben mit der Herrenabteilung ab und man kann einfach die Kleider shoppen gehen. Also wirklich auch für jede Figur was dabei, was ich auch immer schön finde, denn ich passe immer rein. Jetzt haben wir dich da als Trendexperten, als Styling-Experten. Welche Trends erwarten uns? Also wir zeigen heute schon die frühe Sommerkollektion und ich kann nur eines sagen, es wird sehr, sehr bunt, sehr, sehr mutig, also wirklich Mustermix ist angesagt, wo man vor vielen Jahren gesagt hätte, bitte, bitte Finger weg davon, das wird jetzt wieder mehr als hip. Und ja, und coole Jeans, Basics, die man natürlich im Kleiderkasten haben muss. Also es ist heute ein super lässiger Querschnitt, ja. Ich liebe Muster. Also da bin ich so froh, dass dieser Trend wieder zurück ist. Vor allem diese Schlangenmuster und Leopardenmuster. Also ich bin ein riesiger Fan davon. Wir haben dich gerade in voller Action bei der Modenschau gesehen. Was ist denn ein Must-Have? Neon. Neon natürlich der Nummer 1 Trend. Also wir haben es alle noch irgendwo tief in der untersten Schublade. Irgendein Legging oder so findet sich sicher. Was ist dein Must-Have? Ja, das Neon. Neongrüne Tigerlilie gleich. Genau, so, ihr habt eure Aufbäume.